Na, da will doch nicht jemand mogeln hier. Ihr seht das hier, es ist hier der Barbarian King Level 50 hier beim Max und er ist eigentlich ein Rathaus 11er. Hat jetzt alle Helden hoch und trotzdem kloppt hier der Bauarbeiter den King noch weiter hoch. Ist aber nur ein Anzeigebug. Ich habe es eben mal mit einem anderen Client nochmal probiert und lasst uns erstmal die Folge hier beginnen. Es ist immer so klar, immer wenn ich anfange, irgendwas aufzunehmen, dann bimmelt irgendwie mein Tablet im Hintergrund. Aber ich heiße euch erstmal herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten, mit einer weiteren Folge Clash of Clans. Und wir sehen hier Melly auf den Dragon PvP. Mit freundlicher Genehmigung übrigens dieses Video, beziehungsweise dass ich das überhaupt aufnehmen darf, vom Clan Void. Komme ich gleich kurz mal zu. Warum ich das ganz bewusst einfach mal so sage. Und schöne Kombi hier mit den Hexen. Und ihr seht das hier 20 auf 25. Der 25. war der letzte. Aber ich sehe es jetzt gerade schon wieder, wo ich hier so im Bild rumfuchtel. Also alle, die mal so ein bisschen was mit Licht und Bild machen wollen und Kamera. Ich habe die Tage wieder gesehen, dass hier an meinen Armen so ein bisschen so Gold durchkam. Irgendwie so. Das sah so aus, als wenn ich hier irgendwie so eine Eisenhand hätte oder so eine verchromte Hand oder so eine verchromte Fläche, eine Platte oder sowas. Das kommt daher, dass manchmal mein Licht hier nach wie vor nicht wirklich passt. Ich bin in der Planung, hier ein bisschen besseres Licht in diese Ecke reinzubringen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich habe mir da so ein bisschen Tipps und Tricks tatsächlich von einem Lampen- und Leuchtenhersteller, der hier in einer Siedlung wohnt, gehört. Der hat so ein Lichtunternehmen. Und den habe ich einfach mal gefragt, was kann ich da machen auf engstem Raum und wie kann ich es am besten machen. Und der hat mich da mal so ein kleines halbes Stündchen beraten und mal sehen, ich kriege jetzt erstmal was zum Ausprobieren und dann gucke ich mal, wie ich das Ganze umsetze. Also so einfach mal so ein bisschen Blick in die Zukunft. Und ja, warum ist das hier so ein besonderer CK gewesen gegen die Pros hier? Denn die Voids sind, oder überhaupt der Clan Void ist ein GML bzw. CWL Clan, also GML spielen sie und sie spielen aber mit vielen Accounts CWL. Bei den Elite Smokers, die kennt ihr sicherlich, ich war ja auch schon mal mit einem von den Elite Smokers im Clan, nämlich im Fünfer Clan auf der Local Clash. Und damals noch ein Rathaus 9, ich glaube, er ist immer noch ein Rathaus 9. Ich komme im Moment nicht auf den Namen. Ich muss mal in meinen älteren Videos reinschauen. Denn dort habe ich ihn natürlich benannt und begrüßt. Und deswegen ist das hier. Ich habe nachgefragt, ob ich das abdrehen darf hier, denn der Gegner war nach diesem Clankrieg hier bei uns im Clan. Finde ich sehr, sehr nett, muss ich sagen. Hat uns beglückwünscht, dass wir so gut gespielt haben. Ich hätte fast gesagt, wir haben auch nur mitgespielt. Wir haben nur mitgespielt. Und ich blende euch auch ruhig jetzt am Anfang das Ergebnis ein. Wir haben mal richtig eine Klatsche gekriegt. 65 zu 75, also volles Haus hier. Was das Schöne ist, alle beiden Clans haben alle Kämpfe genutzt. Also 50, 50, 50, 50. Und ich muss sagen, dadurch, dass die danach kurz bei uns waren, also ich glaube, es war der, jetzt muss ich mal eben schauen, wer es war. Ich glaube, es war der Mika. Er hier, der war nämlich kurz einmal bei uns drüben und hat, beziehungsweise bei uns und hat uns kurz mal, ja, was heißt beglückwünscht, will ich gar nicht mal so sagen, sondern so nach dem Motto, wir haben gut mitgespielt oder wir haben gut gespielt, fand ich eigentlich auch. Wir haben uns dagegen gedrängt, denn auf unserer Seite, ihr habt das gerade gesehen, das war der 25. Und wenn ihr mal genau in die Liste guckt, beziehungsweise in unseren Clan, ihr kennt ihn ja schon so ein bisschen, Treiberblüte, Gabusa, Gompi, das sind drei Rathaus 8er. Und beziehungsweise Treiberblüte ist dann noch weiter unten. Dominik ist dann unser kleinster Neuner. Dominik ist unser kleinster Neuner. Und ihr habt gerade die Base gesehen, die als letztes dort aufgestellt war. Also so ein kleines bisschen, ich will da gar nicht übernölen, war das Matchmaking hier nicht ganz zu unseren Gunsten. Ich glaube, selbst wenn es zu unseren Gunsten gewesen wäre oder es wäre ausgeglichen gewesen, ich glaube, am Ergebnis hätte das nichts gerüttelt. Und die Kollegen vom Clan Void können auch nichts dafür. Ist einfach mal so, die können auch nichts dafür. Dass hier so ein Matchmaking rauskommt, unter Umständen hätten sie sich etwas
härtere Gegner gewünscht. Ich meine, wir haben unser Bestes gegeben. Es war hier ein Dip-Festival. Aber es geht halt nicht anders. Aber ich glaube, eigentlich hätte ich diesen Angriff hier vom Stefan 2.0 zum heroischen Angriff gemacht. Denn er ist wirklich kein großer Rathaus-Neuner. Ihr seht das hier, er hat die Truppen, hat man eben am Anfang gesehen, mit dem Machtrand noch hochgebracht. Helden auf 10 und dann mit so einer Kombi. Das nenne ich sehr, sehr sportlich. Muss ich sagen, ich habe den Angriff live gesehen an dem Abend. Und denn viele haben hier sehr, sehr zögerlich angegriffen, denn die Bases vom Clan Void waren sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Sie haben uns lange dazu auch angeregt, mal so ein bisschen über die ganzen Sachen etwas länger nachzudenken. Hier wurde richtig viel diskutiert. Ich war leider mit keinem meiner Charakter dabei und habe das Ganze nur so ein bisschen aus der Ferne betrachtet und sie taten mir schon ein bisschen leid, meine Soßen hier oder überhaupt der Clan, denn man musste sich echt hart dagegen stemmen. Also wir sind oder überhaupt ist die Truppe hier von Anfang an den Sternen hinterhergelaufen und das ist immer sehr, sehr schwer. Aber wir haben uns hier, ich muss sagen, hier hat keiner seinen Humor verloren. Wir haben auch relativ früh gesagt, wir machen das Beste draus, vielleicht kommen wir noch über 70 Sterne, aber es war auch sehr, sehr schwer, denn auch unsere Dips liefen nicht so wie gewohnt, beziehungsweise wie wir das geplant haben und dann verlierst du Angriff nach Angriff. Ich glaube, war nicht so schlimm und der Stefan hier, also ich fand eigentlich, das ist der heroische Angriff hier aus dem Rathaus Neubereich, werde ich heute auch noch ein bisschen mehr zeigen, aber hat er hier ganz gut gemacht. Nur noch der Balminwerfer, Helden sogar noch voll da. Finde ich sehr, sehr gut. Gegen so eine Base hier mit so einer Truppe. Absolut klasse. So, wen habe ich mir denn noch rausgeguckt gehabt? Ich hatte mir noch so den einen oder anderen hier rausgepickelt aus den unteren Bereichen. Allerdings war das. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, es war der Xarak, ja, 10 auf 10. Sind wir hier also auch ein gerade so mal 10er, 7er Riesen immerhin. Und auch mit Hexenbowler. Wir sind nicht so die Lufttypen hier, muss man ganz klar sagen. Wir sind nicht so die Lufttypen hier. Ist aber auch nicht so schlimm. Solange es 3 Sterne bringt, muss man ja nicht jede Angriffstaktik beherrschen. Und auch demjenigen vielen lieben Dank für deinen Kommentar, dass ich im Moment, du hast gar nicht mal so Unrecht. Ich zeige im Moment selber von mir ein bisschen mehr 12er, ein bisschen mehr 10er. Tut mir leid, ich habe im Moment kein RH11, aber er hat natürlich gefragt, Mensch, mach mal wieder was mit 9, wird wieder kommen. Leute, bleibt locker mit dem ein Video hier pro Tag. Da muss ich mal den schmalen Grad gehen. Also mache ich was mit 10, mache ich was mit 11, zeige ich euch 12 oder zeige ich euch Clankrieg. Wo war es interessant? War es unten interessant? Hier war es ja diesmal unten sehr interessant, weil wir uns natürlich gegen die 9er erstmal stemmen mussten. Und deswegen ist es für mich auch immer sehr, sehr zwiespältig, was... Toto, was bringst du eigentlich? Ich gucke mir ja im Vorfeld immer so ein paar Kämpfe an oder ich habe ja viele live gesehen auch. Manchmal mache ich mir auch einen Marker auf den Zettel, so nach dem Motto CK gegen Void 15, 19, 27. Ja, das sind dann die Kämpfe, wo ich meine, die sind ganz nett. Es sind auch nicht, das wisst ihr auch, es sind auch nicht immer 3 Sterne, die ich euch hier präsentiere. Aber selber war ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch im ganz anderen Clan mit meinem Rathaus 12er. Da habe ich so ein bisschen so rumgefläzt. Mal so ein bisschen hier, mal ein bisschen da. War in einem österreichischen Clan. Ich glaube, er hieß X-War. Auch nette Truppe. Und da habe ich einfach ein bisschen geguckt, ein bisschen geklönt, gespendet. Helden gelevelt. Ihr wisst das, Heldenlevel. Ja, da kann ich auch nicht so wirklich was mitmachen oder überhaupt was machen. Aber ich habe natürlich ein bisschen nachgefarmt. Und ich brauche auch am Ende eure Meinung. Ganz, ganz gewiss. Also ich frage... Ich hinterfrage mal wieder was. Was ist besser? Denn manchmal weiß ich es auch nicht. Ich bin ja auch kein super, super, super Clasher hier und weiß immer alles so krass besser. Aber ich glaube, ich hatte mir hier oben doch noch was rausgesucht. Bigfoot. Ihr seht, wir haben auch hier einiges aufgelassen. Zwei Sterne hier bei einem 10er. Auch die 10er Bases waren sehr, sehr gut aufgestellt. Und dieses ist auch noch ein Rathaus 11. So viel zu unseren Dippen. Ein Rathaus 11 auf Rathaus 10 und guter Tipp kam da aus eigenen Reihen, wenn ihr dippt, vielleicht auch ihr da draußen, ich meine, vermutlich ist das schon alter Hut, dieser Tipp, wenn ihr dippen müsst, 10 auf 11, hat irgendeiner gesagt, die Kombi hier geht immer,
Die Kombi hier geht immer. Da kannst du die Bass eigentlich stellen, wie du willst, als Rathaus-10er. Sehr, sehr nervig, habe ich mal wieder festgestellt, war der Lava-Hund in den Clanbogen des Gegners. Denn die einen sagen, ja, Lava-Hund bringt natürlich nichts, wenn du Queen wegkriegst mit einem kleinen Kill-Squad und danach mit Luft kommst oder so. Aber das musst du auch erstmal machen. Und wenn die Bases aber so gut aufgestellt waren wie hier, dann war da keine Chance, irgendwie eine Clanbogen zu locken oder so. Das hat einfach nicht funktioniert, muss man mal so sagen. Entschuldigt bitte. Ich habe mal nicht die Pausentaste gedrückt oder so. Da mache ich es lieber kurz mal leise, bevor ihr alle einen Schock kriegt. Und aber dann funktioniert das hier so. Und wie gesagt, es war natürlich von unserer Seite hier ein Dip fest. Und es hat auch nicht jeder Dip halt funktioniert. Ich denke mal, ist nicht ganz so schlimm gewesen. Wir haben die Niederlage hier als hilfreich aufgefasst. So muss man es auch, so müssen wir es auch mal sehen. Denn so eine Niederlage hier, die kann auch helfen, sich mal wieder so ein bisschen besser zu organisieren. Ihr seht das, während ich die Folge hier gehe, 65 Tippelungen. Also hier wird natürlich geübt wie irre. Der Swash hat hier 91%. Ich springe jetzt ganz, ganz bewusst mal eben ganz, ganz hoch. Denn auch hier haben wir, ihr habt das gerade gesehen, 91%. Ich weiß gar nicht, wo Hans hier gehapert hat. Und ich glaube, von uns hatte schon mal jemand so eine Base hier. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also es animiert natürlich so ein bisschen, so ein kleines bisschen was zu tun an seinen eigenen Bases, so ein bisschen was an seiner Angriffsstrategie zu ändern. Man guckt sich ja auch den Gegner an. Das finde ich, mache ich ja auch. Ich gucke auch, wie ist denn der mit dem Killsquad an diese Base oder überhaupt, wie haben die das gemacht? Und es hat, glaube ich, ganz, ganz viele hier beeindruckt. Also nochmals Glückwunsch an The Void. Viel Erfolg in euren Ligaspielen und dass ihr auf jeden Fall Clash of Clans spielen könnt, das war außer Frage. Und da hat man schon so ein bisschen gemerkt, was heißt pro? Die Leute arbeiten sicherlich auch, gehen zur Schule oder was auch immer. Aber wer schon ein bisschen intensiver clasht und nicht so clasht wie wir, die eigentlich dann schon sehr stark casual aufgestellt sind. Geil, wie immer die F9-Taste gedrückt. F9 ist eigentlich bei mir was ganz anderes. Aber mal sehen, der Swash hier hat eigentlich mit dem Killsquad ganz gut was geschafft. Nur nicht die Clanburg, okay. Vielleicht ist sie nicht ganz so schlimm, aber trotzdem für die Elektrodrachen, die natürlich sich auch auf solche Ziele konzentrieren, vielleicht nehmen sie sie mit. Vielleicht nehmen sie sie mit, denn so ganz, ganz genau weiß man es nicht, auf was sie sich jetzt tatsächlich beziehungsweise konzentrieren. Es sind ja mal 3 bis 5 Gebäude, die machen können. Hier in der Mitte wird es jetzt allerdings schon ein bisschen enger. Da hat er aber nochmal schön gefriest, vor allen Dingen den blöden Feger. Ich nenne ihn einfach mal blöder Feger, weil er ist nervig. Er ist einfach nervig in seiner Bauweise, denn ich auch das finde ich immer ganz, ganz witzig. Wenn ich Luftangriffe mache, dann sind diese Feger immer 360 Grad Feger. Habe ich das Gefühl, weil ich immer reinfliege, dann sage ich immer, blöder 360 Grad Feger, obwohl die natürlich nicht 360 Grad sind, aber ist egal. Ist, glaube ich, nicht so tragisch. Jetzt muss ich mich wieder so ein bisschen nach da rücken. Ich gucke ab und zu mal mein Aufnahmeprogramm, so wie ihr das so ein bisschen aus dem Livestream kennt. Oh, meine beiden Schultern. Okay, ich glaube aber, so ist das ein bisschen besser. Ihr seht, das ist ein bisschen begrenzt hier auch vom Wege her. Und so ist das halt. Die Kamera strahlt sehr, 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 sehr breit. Ist eine Logitech 920 Pro, glaube ich. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Ist aber, glaube ich, eine gute Webcam. Und sie hat halt einen sehr, sehr breiten Winkel. Und ich muss das so ein bisschen rechts und links ein bisschen beschneiden. Beschneiden, das hört sich auch an. Ein bisschen beschneiden, dass ich A, ins Bild passe und B, auch mein Greenscreen hier immer schön reingeht. Aber, knappe Kiste hier. Nur ist hier natürlich jetzt doch noch ein kleines bisschen zu viel Feuer. Vor allen Dingen hier unten die Ecke nochmal. Auch wenn hier nur ein kleiner Tesla steht, ist das nicht mehr ganz zu schaffen von dem Warden. Und eine 30er Statue, das seht ihr hier, die macht auch nett Schaden. Also, alles nicht so schlimm. Wir haben uns auch hier drauf geeinigt. Ich reiße das kurz mal an hier. Wollte ich mal machen. Und ja, ich fand es jetzt nicht so tragisch. Wir haben jetzt Gras überwachsen lassen. Auf geht's in den nächsten CK. Der sieht auch ein bisschen besser aus. Wir haben zwar wieder den einen oder anderen NG erwischt, ist aber nicht so tragisch. Aber was ich euch nochmal fragen wollte, ist Folgendes.
Und zwar hier im Hauptdorf wollte ich eigentlich, ah, wir bauen die Gemmine ab. Ja, ich habe einen Bauarbeiter frei. Ich habe einen Bauarbeiter frei. Ich habe 10 Millionen Elixier und möchte eigentlich ganz gerne meinen Warden weitermachen. Ich mache den, glaube ich, mit dem Buch weiter. Ich mache, glaube ich, den Warden mit dem Buch weiter. Hier muss ich natürlich nicht schauen, denn es gab ja. Toto, super. Toll. Der Toto ist auch ein Held. Der Toto ist echt ein Held. Es gab natürlich hier die Clanspiel-Rewards. Die habe ich mir auch noch nicht abgeholt. Boah, voll verpeilt. Die habe ich mir noch nicht abgeholt. Ich glaube, ich hole mir. Ich kann eigentlich Gold, Dunkles und auch Elex gebrauchen. Aber ich denke, ich nehme trotzdem die Gems mit. Dann die anderen Sachen nach wie vor kann ich mir erfarmen. Die beiden Potions, beste Potion ever. Wir nehmen natürlich das Heldenbuch und wir nehmen die dunkle Rune. Also, da soll mir einer erzählen, ich habe die 10 Mauerringe genommen oder da unten die 5 Tränke. Außer er hat schon alles Max, alle Truppen schwarz, alle Helden durch. Der nimmt die Rune hier oben nicht. Ich bin. Wieso kann ich jetzt eigentlich nicht einsammeln? Ach so. Oh. Okay, da habe ich ein bisschen zu viel. Ah, da kommt, dann nehmen wir die 8000 Dunkles eben mit. Nehmen wir die 8000 Dunkles mit, ist glaube ich nicht so tragisch. Wollte ich jetzt zwar nicht machen. Was mich jetzt mal interessiert, was diese dunkle Rune im Verkauf kostet. Alter, da hat mein Rechner ja mal gerade richtig durchgeleckt. Wenn ich sie sellen will, oh, die bringt auch nur 50, okay. Okay, die bringt auch nur 50. Mal sehen, wann ich sie einsetze. Aber ich denke mal, wir hauen erstmal den. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Ich hau den Warden hoch, denn die Queen werde ich gemmen. Also, wir nehmen die beiden Schübe, minus 20 Stunden. Dann muss ich sie nicht mehr weit vorgeben, denn ich bin im nächsten CK hier endlich mal wieder mit dabei. Das freut mich auch wirklich. Den können wir im Moment noch nicht hochmachen. Da fehlen mir ein paar Ressourcen. Die sammeln wir erstmal ein. Dann haben wir in jedem Fall 12 Millionen. Hier haben wir da noch was drin. Ja, ein bisschen Elex haben wir noch für einen Angriff. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den mit 11 Millionen 200.000 hier einmal auf die Bretter, machen ihn aber sofort fertig. Damit ist er auf 27, 3 Level noch. Jetzt haben wir 10 Mille hier oben im Pott und haben natürlich einen Bauarbeiter frei. Als nächstes wird bei mir hier eine Luftabwehr fertig. Und ich würde ganz gerne die Luftabwehr weiter fertig machen. 10, 8. Dann würde ich sagen, ich suche mal eben Gegner und dann mal sehen, ob wir auf 10. Ach komm, wir brauchen mindestens einen mit 400.000 oder gar 500.000 Gold. Oh, was geht denn mit dem Kollegen hier? Hei, nehmen wir mit hier. Also auch sowas hier, da droppe ich gerne Pokale, wenn ich hier so einen Pott draußen habe. Und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ach komm, dann nehmen wir noch den Warden zu. Ganz nett. Nehme ich immer mit, droppe ich immer ein paar Pokale. Das ist mir relativ egal, denn ja, so einen dicken Topf hier draußen, den lasse ich nicht stehen hier beim Suchen, muss ich einfach mal sagen. So, jetzt nehmen wir den mal voll in Schutz und für 2480 minus 29 Pokale, das lasse ich mal so stehen. Jetzt aber. So, jetzt haben wir ihn aber. Ich bin mit Luft unterwegs und auch der ist wieder so hyperleicht. Aber ist egal, ich nehme mal meinen Dropship hier. Es ist mir jetzt egal. Der hat ja auch seine ganzen Lager da draußen, aber Not macht erfinderisch. So will ich es mal sagen. Wir versuchen hier mal so ein bisschen außen zu klären, dass gleich in jedem Fall unsere Loons schon zu den ersten Luftabwehren fliegen. Und wollte gerade wieder fragen, was habe ich denn eigentlich dabei? Natürlich habe ich Luft und ich hab auch meinen Warden auf Luft. Das ist das Gute, ich habe auch meinen Warden auf Luft. So, mal sehen. Also 8er Loons, 3 Stück. Ihr habt das gerade gesehen, pro Defense reicht vollkommen. Erste Luftmine hier ausgelöst, zweite schon mal ausgelöst. Das ist nicht schlecht. Kommen wir jetzt der Queen entgegen oder nehmen wir die Queen als letztes? Ach, ich bin mir da noch sehr, sehr unsicher. Oh, entschuldigt bitte, der hat ja seine Luftabwehren alle im hinteren Bereich. Das heißt also, wenn ich hier jetzt anfange zu droppen, das heißt, wir nehmen mal hier einen Eilkreis, wir nehmen hier einen Eilkreis und dann fangen wir mal an. Wir müssen ja hier hinten hinter diese Mauern und ich muss das mal eben echt schnell mal wieder klicken hier. Keine Frage. So, Warden dahinter, ein paar von den Minions auf die defensiven Gebäude. Oh, na, das ist immer ein kleiner Fehler. Das ist immer ein kleiner Fehler. Denn, ja, das ist ein kleiner Fehler. Okay. Ich kenne den Fehler schon. Ich habe nämlich bei Olli kennengelernt. Und denn die Minions zu setzen ist an der Stelle eigentlich ein Fehler. Oh. Nein, der Fehler ist ein ganz anderer. Leute! Hey, der Fehler ist ein ganz anderer, ne?
Der Fehler ist ja ein ganz anderer. Ich habe meine Hunde nicht gesetzt. Das war der Fehler. Okay, ich habe vielleicht auch Glück gehabt, dass hier jetzt noch eine Luftabwehr im Bau ist. Mal sehen. Hier hinten kriegen wir ja weitgehend alles mit unseren Minions. Ah, das war jetzt doof. Da habe ich doch tatsächlich die Lavahunde vergessen. Na komm, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was vom dunklen Topf ab hier. Mal sehen, wo wir gleich unsere. Das sind jetzt alle. Sind das zwei oder drei Lavahunde? Na komm, mach die Queen da weg. Komm, die giften wir nochmal. Und jetzt muss ich mal sehen, wo wir das Dunkle in jedem Fall kriegen. Ich glaube, wir kriegen hier unter Umständen das Dunkle. Wir nehmen mal. Ah, diese scheiß Mauern da außen. Wir nehmen hier das Gold. Wir wollten ja das Gold haben. Toto, wir wollten das Gold haben. Okay, wir wollten ja das Gold haben. Mal sehen. Aber sind wir ehrlich, dunkel ist es auch nicht schlecht. Oh, nein. Leute, wo geht ihr jetzt hin? Ihr müsst zum Dunklen oder zur Queen, das ist mir ganz egal. Oh nee. Ach. Erdtruppen, kein dunkles. 4000 liegen lassen. Pfui, 62%. Mal sehen, ob das mit dem Bonus reicht. Oh, ich hoffe, das reicht jetzt mit dem Bonus. Wie konnte ich nur die Hunde nicht schicken? Ah, Mist. Hunde einfach mal vergessen. Ich glaube, ich lasse sie einfach weg. Ich nehme demnächst nur noch Loons. Ja, dann heißt es nicht mehr Laloon, sondern dann heißt das nur noch Loon. Aber blöd. Mal sehen, haben wir die 11? Oh, wir haben die 11 Mille. Beziehungsweise 10, 8 brauchten wir, glaube ich. Ja, den könnte ACTA legen. Ich meine, wir haben jetzt noch die 800.000 auch da rausgeholt. Die Folge ist jetzt ultra lang. Ich hoffe, das gefällt euch. Auch wenn sie mal ein bisschen länger wird. Also wir können hier die nächste Luftabwehr ruhig schon mal machen. 10, 8 kostet sie. Der nächste Bob ist in 15 Stunden frei. Das ist jetzt meine Frage. Was mache ich mit dem nächsten Bob? Was mache ich mit dem nächsten Bob? Soll ich da meinen Worten wieder anstoßen? Ich habe noch die Elex-Mine. Ich habe hier noch die Elixier-Mine und könnte den Worten direkt auf den nächsten Level machen. Lass es lieber oder lasse ich mir das Elex für den Vogel hier für den E-Drachen in 6 Tagen. Das könnt ihr mir mal bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich mache hier jetzt erstmal weiter. Es gibt reichlich zu farmen. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Wie sagen die anderen immer, abonnieren nicht vergessen und bitte in die Kommentare rein, was ich weitermachen soll. Ihr wisst, manchmal höre ich auch auf euch. Bis dahin, euer Toto. Flasht.